Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, ein paar Sins gehackt. Wenn ich mich nicht irre, das ist der letzte Part, den ich jedenfalls gesehen habe. Aber ich glaube, das war nicht der richtige. Doch, Sins gehackt. Okay, es sind Jagd 1 und 2, genau. Und diese Folge. Okay, ist immer beschissenes Wetter, wenn ich bin. Kann das sein? Ich komme nie hin, wenn der Sonnenschein ist. Wir machen mal in dieser Folge ein paar Nebenquests, die ganzen Sachen, die so unter Sonstiges noch nicht abgehakt sind. Und nehmen wir mal ausnahmsweise wieder Strong mit. Strong. Strong mit Menschkin. Ja, okay, ist gut. Ja, komm mit. Strong gehen mit Mensch. Wir müssen aber mal ausnutzen, dass er da eine sehr viel Strong bessere hoffen, Rüstung und wir so hat. finden bald Milch der Und ja. Sehr schön. Wohin müssen wir dafür? Ich weiß es gar nicht. Ach nee, bevor ich gehe, ich habe da noch was sehr Schönes vorbereitet, und zwar habe ich mal einige meiner Klamotten hier aufgelevelt. Ich hatte ein bisschen Glück auf Screen, und zwar habe ich wieder, hieß es wieder so, ja, die Siedlung braucht Hilfe und so, geh mal dahin. Und ja, habe ich mal ausnahmsweise gemacht. Ich glaube, da werde ich auch jetzt im Offscreen machen, so ein paar XP und gute Sachen zu bekommen. Und ich hatte ausnahmsweise mal Glück, ich habe nämlich ein Schrotgewehr bekommen, das Explosionsschüsse, glaube ich, abgibt. Habe ich natürlich all meine Sachen, die Fernbeziehung vorhatte, also die ganzen Mods direkt auf die herumgelagert. Und ja, das wird ja, jetzt haben wir auch zum Glück endlich mal ein Scharfschützengewehr, das irgendeinen Effekt hat. So, dann habe ich den Big Boy mal aufgelevelt. Und zwar macht er jetzt nur noch 36 Schaden, was mir ein bisschen Sorgen macht, aber ich habe an dem jetzt die einzige Mod dran gemacht, die man dran machen konnte, und die hieß MIRV oder MIRV, keine Ahnung. Und genauso hieß auch eine einzigartige Waffe von Fallout 3, was auch der Fat Man war. Also von jeder Waffe gab es entweder eine normale Version und eine einzigartige Version, nicht so wie hier, wo es 10 Milliarden verschiedene Sachen gibt und so. Und ja, die MIRV-Version davon hatte es richtig in sich, und jetzt bin ich mal gespannt, was diese Version hier drauf hat. Ob die ähnlich funktioniert, so wie die in Fallout 3 oder so, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe nur den Mod bis jetzt angemacht, und ja, gucken wir mal. Sehen und. Hohohoho. Sehr geil. Oh mein Gott. Boah, das Geräusch, ne? Wenn die Dinger landen, so. Das sieht auch geil aus, oder? Und zack. Ich nur noch öfter schießen. Und ich verbrauche immer nur eine Atombombe, ne? Und dann sterbe ich nämlich irgendwo runterfall. Ich schieße mit nuklearen Bomben um mich. Und ja. Schön. Also mir tun jetzt schon die Leute leid, die mir auf Nerven gehen. Also, das sind jetzt zwei Atombomben, die sich in mehrere Atombomben aufteilen. Die jede wahrscheinlich genauso stark ist wie eine richtige Atombombe, ne? Ja, mir tun die Gegner jetzt schon leid. Sehr geil. Gut. Ich kann übrigens nicht mehr so viel tragen, weil ich meine Black Ops Sachen nicht mehr habe, die mir Stärke-Bonus geben. Deswegen kann ich nur 23 Sachen mit mir rumschleppen. Das ist eine Waffe und ich bin schon voll. Aber ich habe ja Strong, der ist auch Strong. So, Ruinen von Quincy. Ah, nee, da gehen wir noch nicht hin. Obwohl, ich habe jetzt einen Fat Man. Noch nicht. Noch nicht. So, Galeria Pigman Galerie. Der letzte Ort der Galerie hieß, war nicht gut. Okay, Old Nord Church. Da sind immer viele Supermutanten. Da wird ein Spaß. Okay, die Mirv aus Fallout 3 war ein bisschen anders. Sie hat direkt 8 Atombomben auf einmal abgefeuert. Auch ganz schön übertrieben war.
Ja, und diese hier, vor allem, wenn ich nur den normalen Fatman hätte, dann würde ich ja nur ein Ding abschießen und das würde es dann mehr aufteilen, so in, weiß ich nicht, vier oder fünf Dinger waren das bestimmt. Jetzt schieße ich zwei auf einmal ab, die alle sich in fünf Dinger, das heißt 10 Atombomben auf das Gesicht meiner Feinde. Wenn ich dann noch einen kritischen Treffer mache, ne, wo ich sowieso immer treffe, also ja, das wird wehtun. Ich darf das nur nicht zu nahe von mir einsetzen, aber das ist ja klar. Das ist schön. Okay. Okay, machen wir. Okay, ich hätte jetzt sofort gedacht, dass ich komme hier rein und direkt kommen alle und wollen mich fertig machen. Also da fährt übliches Setup eigentlich an Waffen. In Ehren zu Fallout 3 an das Feuerboxstudio, was? Geil. Ist ja schon wieder gesidetrackt. So in Ehren an das Feuerschwert aus Fallout 3 habe ich jetzt mal das Dönermesser Shish Kebab genannt. Ich weiß noch nicht, ob das richtig geschrieben ist. Wird es wahrscheinlich nicht sein. Shish Kebab. Wie man Kebab schreibt, weiß ich aber nicht. Oh, das könnte auch vielleicht falsch sein, weiß ich nicht. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Boxhandschuh, habe ich schon leider. Habe ich leider noch nicht geguckt. Ich darf keinen Müll mit mir herumschleppen jetzt. Die Dinger wiegen nix. Menschenschrott liegen. Sei nutzlos. Ruhig. Soll ich Hanteln mitnehmen? Gefällt dir das lieber? Okay. Die wiegt jetzt nicht echt 80, oder? Boah, was? Cool. Nee, ist wrong. Willst du mal? Okay. Warum ist das so laut? Okay. Ilos Patronen, her damit. Nur das Impro-Gewehr und all sowas. Wie strong kann ich mehr tragen? Was? Anhören. Dann kann ich halt so hochheben. Ja, so kann ich halt hochheben, ist klar. Ich müsste jetzt eigentlich tot sein. Geil. Hier komme ich noch mal hin, um ganzen Gewichte mitzunehmen, damit ich fit bleibe in meiner Basis. Alle haben so Buff-Out hier, um ihre Stärke zu erhöhen. Okay. Eine Uhr für die Zeiten, für den Ring. Verbessert ist, okay. Aber so Dinger, die nicht auf der Karte verzeichnet sind, muss man natürlich zuschlagen, ne? Wer weiß, was sich hier verbirgt. Vielleicht gibt's ja eine Stärke-Wackelpuppe. Aber irgendwie geil, ne? Aber irgendwie passen. So. Ich darf leider nichts müllmäßig mitnehmen. Wie du, boah. Das ist natürlich jetzt wieder blöd, dass ich Strong dabei habe. Ich darf keine Dinger öffnen. Keine Sachen. Ich frage mich, was gefällt denn Strong so an normalen Aktionen, wenn ich gegen irgendwelche kämpfe oder was? Oder wie? Ring frei. Gut. Wenn hier niemand gegen mich boxen, kommst du von mir boxen jetzt ein bisschen. Kommen wir ringen. So, sonst ist ja aber nichts, ne? Gut, den habe ich mal wieder, um die Hanteln mitzunehmen. Strong muss ja auch fit bleiben bei uns, ne? Mein Gott, der an, der ist doch nur. Er hat doch nichts am Muskeln hier. Boah. Oder Dogmeat. So ein paar Gewichte mit dem Maul. Genau die brauchen das, ja. Ich doch nicht. Ich bin ein Adonis von einem Mann. Ich brauche sowas nicht. Guckt euch meinen Charakter an. Guckt ihn euch an! Okay, was haben wir da oben noch? Ja. Hatten wir nicht noch eine Mission? Nein. Oh nein, Radar. Soll ich eine 160 Pfund Hantel auf euch fallen lassen? Du bestimmt weh. Scheiße, das ist
heißt nichts mehr. Was denkst du denn? Achso. Oh, mein neues Scharfschützengewehr ausprobieren. Da darf ich aber nirgendwo mit gegen die Wand schießen, habe ich das Gefühl. Was Strong geklappt. Oh, scheiß auf Umwege. Ja. Ach, da ist sogar da. Gut gemacht, Strong. Ich komme sofort runter. Schon alle da unten tot. Galerie pickt mal. Was du denn? Ah, gefällt mir. Ich erinnere mich voll an die 50 Kaliber Waffe aus Fallout New Vegas. Was du denn? So, geh mal aus dem Weg. Ich sehe nur, wie er um die Ecke jemanden haut. Und das Ding explodiert so weit von, ne? Ja. Also all diese verzögerten Explosionen, immer wenn ich näher komme an den Dingern. So. Was hat es mit diesen Pikmin denn jetzt auf sich? Mal sehen. Ich habe mich gar nicht erinnert, wie wir die Mission irgendwann mal bekommen haben. Ich weiß, wir haben so ein paar Zettel und so bekommen, aber... Na. Ja. Mal sehen, was es mit ihm auf sich hat. Das ist bestimmt voll der stylische Assassin oder irgendwas. Der Mistkerl ist uns schon mal entkommen. Aber Slap lässt keinen am Leben, der unsere Crew jagt. Pikmin hat euch angeblich bei lebendigem Leib die Haut abgezogen, nachdem er ihn Moriert doch weiter. Hey. Brauche hier drüben Feuerschutz. What? Warte. Hab ich eine Mine aktiviert? Oh, what? Wollte nur gegen die Wand schießen, ne? Ist eine Explosion. Hey, na? Hab ich gerade was gespritzt? Oh nee. Doping unterstütze ich nicht. Wurf. Wurf. Oh, sehr gut. Leicht Hunderüstung. Für Doc mit habe ich schon eine. Mit den anderen Loot kann ich nicht interagieren in meiner Basis. Also mit ihr. Habe ich noch? Ja. Meine Weise sollte ich auch mal benutzen. Und ein Stipack. Ah! Gut. Ihr wartet noch ein bisschen, ne? Ihr wartet noch. Hallo, na? Wäre das irgendwie so ein kranker Kult oder so? Und der Typ ist. Okay. Nachricht an Jack. Ja, zu Hancock zurück. Hancock, wer war nochmal Hancock? Boah, Hancock? Ach, ich hab die ganzen Mods noch dabei. Seth, ich bin's. Ich habe rausgefunden, was mit den Speeren passiert ist, die oben bei der alten Kunstgalerie verschwunden sind. Sie sind tot, Seth. Ich starre gerade auf ein verdammtes Gemälde von Kylies Leiche. Oh Gott, was zum Teufel haben die mit ihm angestellt? Keine Ahnung. Dann gehen wir mal da rein.
Wird wahrscheinlich bei Strong nicht gefallen. Hey, das ist doch doof. Geschafft. Wir können gar nichts öffnen. Ja. Fürchte, sie ist noch nicht vollständig. Ja, aber bald. Genau so. Behalt diesen Gesichtsausdruck. Deswegen blöd, ich bekomme mehr negative als positive Sachen von dem Typen. Muss irgendwie den auf meiner Seite hier kriegen. Da geht irgendwie nicht. Ja, die ganze Zeit nicht zustimmen, wenn ich irgendwas öffne und ich tue dauernd irgendwie Schlössern und so. Da wird es ja passiert. Ich wollte dauernd irgendwie Schlösser öffnen. Hat ein Gift. Da ist schon wieder was. Wird er wohl extrem nicht mögen. Ein Meisterschloss ist. Wie schön. Da hat er nichts gesagt, okay. Oh nee. Was ist das? Strong? Blutdose. Stimmt der nicht irgendwie zu, wenn ich irgendwie Waffen oder so mitnehme? Wenn ich mich irre. Ich da wegrennen sollen. Aber wo bist du? Weil Big Man, der scheint ein sehr gekonter Killer zu sein, wenn er so einen riesigen Haufen von Raidern hier kaputt hauen kann. Nee, Daniel. So weiß ich. Nicht ewig verstecken. Mistkerl! Pigman! Ich heiße nicht Pigman. Du kannst dich nicht ewig verstecken! Wer ist da? Oh Mann. Scheiße, so, doch. Nee, jetzt so nah. Hier, komm. Boah. Und der Eis mit einem Schlag einfach weg. Ja, ich benutze meine Taschenlampe. Du hast auch gerade gesagt. Oh, hat sich sogar ein bisschen gelohnt. Stange Zigaretten. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Oh, hi, da ist jemand. Halt still, halt still. Ich hab gesagt, halt still. Oh, Entschuldigung. Du sollst den Kack nicht trinken. So, bitte nicht runterfallen, danke. Gut gemacht, Strong. Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Halte die Augen auf. Das Arschloch benutzt ein Stealth Boy. Ich glaube, ihr seid einfach nur blind. Wie du gehst um die Ecke hier, Explosionsschaden. Uff. Ich treffe den dadurch sehr gut. Okay, der ist jetzt schon geil, die Waffe. Nur weil ich meine Siedlung ja geholfen habe, ausnahmsweise. Darf nicht zu nah mit dem Ding gehen.
Hi, was geht? Oh, schon tot. Das tut mir leid. So, die Mine sehe ich ausnahmsweise. Ich habe keine Erfahrungspunkte mehr dadurch, Mann. Warum? Coca-Cola. Strong, du hast mich gerade geschubst, pass auf. Gibt's doch nicht. Uff. Ich glaube, Strong ist runtergefallen. Ma. Hallo. Freunde. Hallo. So gehe ich eigentlich da rein. Wenn. Ja. Okay, ich glaube, das ist der letzte Encounter. Weil immer, wenn die Musik kommt, ist der Kampf gerade vorbei. Ich so gemerkt. Ich meine, die wollen irgendwie ein Update rausbringen. Hey. Strong. Auf Sie. Pass. Die wollten irgendwie so ein Patch rausbringen, wo man oder ein DLC, keine Ahnung. Jedenfalls kommt irgendwann, dass der Überlebensmodus so ein bisschen Fallout New Vegas Standard annimmt heraus. Und das habe ich irgendwie komisch formuliert. Kommt irgendwie so ein Patch, der macht aus dem Überlebensmodus irgendwie so in Art den Hardcore-Modus. Aus Fallout New Vegas. Also man muss wieder essen, trinken und all so was. Man hat Krankheiten angeblich. Also ja, das wird lustig. Wo ist er vielleicht schon? Überleben? Okay. Also weiß jetzt auch Überleben, ja. Pigman, was? Unsere Leute nach Herzenslust jagen und foltern. Es wird schön, dich zu töten. Hey, was geht? Lässt sich doch nicht so einfach jetzt töten. Haben wir ein neues Mitglied für unsere Truppe? Hi. Das war knapp. Danke. Die haben Schlimmeres als den Tod verdient. Das waren kaltblütige Killer. Sie haben ihr Pfund Fleisch erhalten. Aber ich hole mir bald mein eigenes. Ich schulde dir was. Woran hast du gedacht? Ein Geschenk, nichts weiter. Schau dir in meinem Haus mein Gemälde Picknick für Stanley genau an. Dann findest du das Geschenk. Das wirst du brauchen. Ah, Pigments Schlüssel, okay. Für jemanden, der angeblich... Oh, dem hat das gefallen, okay. Warum? Weil wir Tötungsmaschinen jetzt bekommen, oder was? Das war eine kurze Begegnung mit Pigman. Das Jägers Lasermuskete. Oh, das ist eigentlich nicht so gut. Aber verkaufen halt, ne? Fusionskern, die bekomme ich auch in letzter Zeit überraschend oft. Und ich bin überladen. Ja, die Blutdose könnten wir. Gibt Öl und Stahl, okay. Paint. Ich dachte erst, da stand Paint drauf. Sonst hätte ich das sofort mitgenommen wieder. Aber nein. Hey. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, aber ich arbeite allein. Das ist aber eine sehr... Das ist aber nicht sehr gute Arbeit geleistet dafür, dass du allein gearbeitet hast.
jetzt mal ganz ehrlich sagen. Für jemand, der anscheinend... Ich dachte, ich kann ja was wegspringen oder so. Was zum... Hallo? Kommst du hinher? Ausgezeichnet. Man sollte immer nach den Unerreichbaren schreiben. Schloss knacken ist dauerhaft einfacher. Liegt ja einfach so eine Wackelbucke am Boden. Nee, die wurde wahrscheinlich weggesprengt oder so. Die lag wahrscheinlich irgendwo hier. Deswegen eine Explosion weggesprengt worden. Oh mein Gott. Ich beinahe eine Wackelpuppe verpasst. Wäre ja sehr schlimm gewesen. Ernsthaft, das wäre sehr schlimm gewesen. Ja, ist ein Problem, die sind nicht mehr stationär. Die sind nicht mehr mit der Welt so interagiert. Sag ich mal. So, wir holen uns noch das Geschenk ab. Und dann können wir ein paar beenden. Vielleicht den Rest des Hauses hier noch erkunden und so mal schauen. Ich glaube, ich tue mein Fatman erstmal ablegen. Weil wir werden hoffentlich nicht zu Großes oder so begegnen. Den brauche ich eigentlich nur mal, wenn wir ganz große Sachen hier begegnen. Aber ich bin halt immer so komisch, wenn ich gerade irgendwie... weiß nicht. Ich komme irgendwo in so einen großen Bosskampf raus, wie in so eine Majolor-Königin und so. Dann gehe ich kurz in meine Basis, hole den Fatman und dann schieße ich die ab. Das kommt mir auch ein bisschen doof vor. Ich brauche ein bisschen mehr Stärke. Ich brauche die Stärke-Wackelpuppe. What? Oh man. Okay, wird wohl mit Pigments Geschenk nichts mehr. Dann werde ich wahrscheinlich offscreen kurz meine Sachen einlagern. Und dann vielleicht mit etwas weniger Waffen durch die Gegend rennen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen. Sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.